Das ist eine potenziell lebensrettende Entwicklung. Also besonders stolz bin ich, dass wir eine medizinische Fragestellung mit spektroskopischen Techniken vereinen konnten. Hier ist unser neuester Antibiotika-Chip. Wir geben hier verschiedene Antibiotika vor und können dann in kürzester Zeit einmal den Keim identifizieren, der ursächlich für die Infektion verantwortlich ist, aber auch gleichzeitig die Antibiotikaresistenz.